Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nochmal, liebe Geschwister. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa salatu wa salam ala ashrafil anbiya wal mursalin. Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, eben in der Freitagspredigt habe ich darüber gesprochen, wie man den Iman stärkt. Und jetzt wollte ich euch einige Ratschläge geben, wie man auf dem geraden Weg bleibt. Denn subhanallah, alhamdulillah, ihr seid die Leute, die hier zur Moschee kommen. Aber wie viele kennt ihr, die man nie in der Moschee sieht, die voll weg sind vom Fenster, die nichts mehr praktizieren, die die Liebe zur Religion verloren haben oder die vielleicht wirklich vom Islam abgefallen sind? Leider muss man sagen, dass es heutzutage immer mehr Leute gibt, die Zweifel haben an der Religion, die in Zweifel eingeredet werden. Und das liegt an verschiedenen Gründen, auf die ich gleich eingehen werde. Und ich möchte damit erstmal mit diesem Vortrag euch dazu bringen, euch selber zu festigen und mich natürlich auch. Denn eigentlich ist es immer so, wenn ich einen Vortrag mache, der Erste, den ich damit anspreche, bin immer ich persönlich. Wie eben zum Beispiel die Geschichte mit diesem Jungen, die ich erzählt habe bei der Freitagspredigt, der diese Frau gesehen hat, die entblößt war und einen zweiten Blick geworfen hat und daraufhin sich so geschämt hat, dass er sich nicht mehr getraut hat, zum Propheten a.s. zurückzugehen. Die Geschichte hat mich erstmal selber beeinflusst, dass ich mir sage, man muss wieder wirklich mehr aufpassen, wo man hinschaut und so weiter. Möge Allah uns alle recht leiten. Aber dass ihr euch selber schützt und dass ihr auch lernt, andere zu schützen. Denn wenn man die Argumentation gelernt hat, dann kann man andere damit schützen. Denn Leute, eine Sache ist ganz wichtig. Wir sind in Deutschland eine Minderheit. Eine Minderheit. Die Muslime sind eine Minderheit. Und diejenigen, die praktizieren, sind noch weniger. Und diejenigen, die praktizieren mit dem richtigen Verständnis, mit dem richtigen Manhaj, sind noch weniger. Und wir wollen alle Menschen zurückbringen auf diesen Weg, insbesondere unsere Jugend. Und deswegen ist es unsere Pflicht, Gas zu geben. Und wir haben einen großen Feind. Wer ist dieser große Feind? Dieser ganz große Feind ist der Shaitan. Und er hat schon zu Allah subhanahu wa ta'ala gesagt, bevor Adam und Hawa auf die Erde gekommen sind, قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني ليوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. Hast du den gesehen, den du Huld über mich, den du über mich erhoben hast? كرمت علي. In Sure 17, Vers 62 bis 64. Wenn du mir Aufschub gibst bis zum jüngsten Tag, werde ich ihre Nachkommen an die Zügel nehmen, bis auf wenige. Bis auf wenige. Und Allah subhanahu wa ta'ala hat gesagt, was passieren wird. Er wird Rechtleitung schicken. Und wer meiner Rechtleitung folgt, der wird nicht irre gehen und der wird nicht unglücklich sein. Und dieser Shaitan, der hat auch geschworen zu Allah, لَأَقُدَنَّ لَهُمْ سِرَاتَكَ مُسْتَقِيمٌ ثُمَّ لَآتِيَنَّ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ. Ich werde von vorne zu ihnen kommen, von hinten, von rechts und von links, und du wirst die meisten von ihnen nicht dankbar finden. Das ist ein gewaltiger Feind. Deswegen ist es unsere Pflicht, genau das Wissen zu lernen, womit wir den Shaitan besiegen können. Und wenn wir so einen Feind haben, müssen wir wissen, mit was für Mitteln der arbeitet. Und im Allgemeinen sind die Mittel, die er hat, und er ist sehr erfahren. Er hat sehr viel Erfahrung, wie er die Menschen in die Irre leitet. Er weiß, wie die Menschen eventuell reagieren. Und er hat seine Soldaten. Aber im Allgemeinen sind seine Waffen Shubuhat und Shahawat. Shubuhat, Scheinargumente gegen die Religion. Zum Beispiel, dass man mit irgendwelchen Scheinargumenten kommt. Und Shahawat, Gelüste. Geld, Macht, Frauen und so weiter. Wodurch die Menschen in Sünde gebracht werden und durch die Sünde werden sie immer weiter von Allah subhanahu wa ta'ala entfernt. Und umso weiter du dich von Allah subhanahu wa ta'ala entfernst,
Umso weiter du in das Meer der Sünden hineinschwimmst, umso größer ist die Gefahr, dass du in dem Meer der Sünden ersäufst. Umso schwieriger ist es, zurückzukommen an das Land der Rechtleitung. Allah sagt im Koran, رَانَ عَلَى قُلُوبِ مَكَانُ يَكْسِبُونَ. Und das, was sie getan haben, hat sich wie Schmutz auf ihre Herzen herabgelassen, niedergelassen. Und hier kommen wir zum ersten Faktor. Ja, wir wissen, wir haben die Waffen des Satans, Shubuhat und Shahawat, und wir haben das Gegenmittel. Wer meiner Rechtleitung folgt, der wird nicht elend sein, der wird nicht in Irre gehen. Was ist die Rechtleitung? Qala Allah, qala Rasulullah. Allah sagt, der Koran, qala Rasulullah. Der Gesandte hat gesagt, alayhi salatu wassalam. Das ist die Medizin dagegen. Das Wissen von Koran und Sunnah. Und wir haben eine Verantwortung für diese Religion. Und es gibt eine Aussage, liebe Geschwister, die ich immer wieder gerne betone, die mich so motiviert hat. Ja? Die ist von Muhammad Abdul-Wahhab, rahimahullah, in Kishf al-Shubuhat. Da sagt er, فَإِذَا عَرَفْتَ أَنَّ تَرِيكَ إِلَى اللَّهِ لَا بُدْ لَهُ مِنْ عَدَاءٍ قَائِدِينَ عَلَيْهِ فَالْوَاجِبُ عَلَيْكَ أَنْ تَتَعَلَّمَ مِنْ دِينِ اللَّهِ مَا يَسِيرُ لَكَ سِلَاحًا تُقَاتِلُ بِهَا أُولَاءِ الشَّيَاطِينِ الَّذِينَ قَالَ إِمَامُهُمْ مُقَدَّمُهُمْ لِرَبِّكَ عَزَّ وَجَلَّ لَأَقُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ مُسْتَقِيمًا ثُمَّ لَآتِيَنَّ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ. Das heißt, wenn du weißt, dass der Weg zu Allah mit Satanen bestückt ist, so wisse, dass es Pflicht für dich ist, von der Religion Allahs das zu lernen, was für dich zu einer Waffe ist, wird, womit du diese Satane besiegen kannst. Deren Vorsprecher und Imam gesagt hat zu Allah, ich werde wahrlich von vorne zu ihnen kommen, von hinten und von rechts und von links, und du wirst die meisten von ihnen nicht dankbar sehen. Gewaltiger Feind, oder? Aber was sagt er dann? Dann sagt er, وَلَكِنْ إِذَا أَقْبَلْتَ عَلَى اللَّهِ وَأَصْغَيْتِ لِحُجَّتِهِ وَبَيِّنَاتِ فَلَا تَخَّفْ وَلَا تَحْزَنْ إِنَّ كَيْدَ شَيْطَانِ كَانَ دَعِيفَ. Aber wenn du dich Allah widmest, dich Allah zuwendest und auf seine Erklärungen und seine Beweise hörst, Koran und Sunnah, das Gegenmittel, so habe keine Angst und sei nicht traurig. Warum? Allah sagt im Koran, wahrlich, die Pläne des Satans sind schwach. Und dann sagt er weiter, وَالْعَمِيرُ مِنْ الْوَحِدِينَ يَغْرِبُ أَلْفَ مِنْ عُلَمَائِهَا أُولَئِ شَيْتِينَ. Und ein normaler Gläubiger von den Muwahidin, von denen, die den Tawhid richtig praktizieren, besiegt tausende Gelehrte von diesen Shayatin. So wie Allah im Koran sagt, وَإِنَّ جُنَّنَ لَهُمُ الْغَالِبُونَ. Und unsere Soldaten werden wahrlich über sie siegreich sein. Und dann sagt er, فَجُنُّ اللَّهِ غَالِبُونَ. بالسيف والسنان كما أنهم الغالبون بحجة واللسان ولا يأتي صاحب باطل إلا وفي القرآن ما ينكدها ويبين بطلانها كما قال تعالى ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. Das heißt, und die Soldaten Allahs sind siegreich mit dem Schwert, mit den Waffen, und sie sind auch siegreich mit der Zunge und mit dem Beweis. Und niemals kommt einer, der das Falsche vertritt, mit einem Beweis, außer dass man im Koran das findet, was diesen Beweis zerstört und nichtig macht. Wie Allah im Koran sagt, sie kommen zu dir mit keinem Beispiel, außer dass wir schon mit der Wahrheit und der besten Erklärung gekommen sind. Deswegen unser Maßstab ist Koran und Sunnah. Das ist das A und O. Und daran muss man festhalten. Al-Haqqu bi dalailihi la bi qailihi. Die Wahrheit ist nach seinen Beweisen, nicht nach dem, der es sagt. Kommen wir zum ersten Faktor, der die Menschen vom Weg Allahs wegbringt. Was ist der erste Faktor? Wir haben eigentlich heute in der Freitagspredigt darüber gesprochen, über die Dinge, die den Iman schwach machen. Was haben wir gesagt, ist die Definition von Al-Sunnah wal-Jama'ah für Iman. Nutkum bil-Lisan, oder Tasdikum bil-Janan, wa Nutkum bil-Lisan, wa Amalu bil-Jawari wal-Arkan, Yazidu bil-Ta'ati rahman, wa Yankusu bil-Ma'asi. Das heißt, Wahrhalten im Herzen, Ausspruch mit der Zunge, Taten mit den Körperteilen, geht hoch mit guten Taten, geht runter mit schlechten Taten. Da haben wir einige schlechte Taten erwähnt. Das heißt, die schlechte Tat, man muss ein anderes Verständnis dafür gewinnen. Heutzutage, das Problem ist, dass viele ein falsches Verständnis haben von Sünden.
Sie sehen die Sünde als etwas, was einfach nur geschrieben wird. Ja, es wird geschrieben. Ja, okay, die Sünde wird geschrieben. Mit 165 Jahren mache ich dann mal die Hajj. Weil Hajj mabrur laysa lahu jazaa'un illa Jannah. Die angenommene Hajj gibt es keinen anderen Lohn außer Paradies. Wenn ich geheiratet habe, trage ich Kopftuch. Okay, was ist mit den Sünden bis zur Heirat? Weil Heirat ist ja kein Tauba. Du bist jetzt schon am Planen, ich mache irgendwann später mal Tauba. Guck mal, eine Bedingung für die Tauba ist, dass du wirklich bedauerst, dass du es gemacht hast. Nicht, ich überfalle heute die Bank, morgen mache ich Tauba. Heute trage ich kein Kopftuch, aber morgen trage ich Kopftuch. Du musst eine Erkenntnis haben und sagen, guck mal, ich habe einen Fehler gemacht, ich muss jetzt damit aufhören. So. Die Sünde ist nicht nur etwas, was geschrieben steht, die Sünde ist etwas, was dein Herz beeinflusst. Allah sagt im Koran, Rana la qulubihim ma kanu yaksibun. Das, was sie getan haben, hat sich wie Schmutz auf ihre Herzen niedergelassen. Wie ich eben schon gesagt habe, Sure 83, Vers 14. Das ist sehr gefährlich. Das heißt, du machst Sünde, 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 Sünde und irgendwann kommst du vielleicht nicht mehr zurück. Du weißt es nicht. Dann zweite falsche Hoffnung. Das ist auch ein Grund, warum die Leute in die Sünde fallen. Wie ich eben gesagt habe, wenn ich 195 Jahre alt bin, falsche Hoffnung. Wer sagt dir überhaupt, dass du morgen noch lebst? Wer sagt dir überhaupt, dass du morgen noch lebst? Keiner gibt dir die Garantie. Subhanallah, vor kurzem bei uns in der Gegend, ein Jugendlicher, Autounfall, tot. Jeden Tag, schlag die Zeitungen auf, jeden Tag gibt es Autounfälle und Motorradunfälle und Fußgängerunfälle. Jeden Tag. Gib mal bei YouTube ein, Fatal Accidents, tödliche Unfälle auf Englisch. Na guck mal, da geht einer bei Grün über die Fußgängerampel, auf einmal kommt ein Motorrad durchgestartet und putzt ihn voll weg. Oder jemand fährt auf der Autobahn, auf seiner Bahn und auf einmal kommt ein LKW und bricht durch die Leitplanke in der Mitte auf die andere Straßenseite durch. Was willst du denn da machen? Da bist du Matsch. Da brauchen die drei Wochen für die Obduktion, weil von dir nur noch Spuren da geblieben sind. Wenn ein LKW mit 120 km/h durch die Leitplanke durchrast und du frontal gegen den knallst, dann können sie sich mit der Pinzette aufsammeln. Aber keiner hat die Garantie dafür, dass ihm das nicht passiert. Vielleicht fährst du heute mit dem Fahrrad, gibt es Fahrradunfälle. Leute fahren mit dem Fahrrad, auf einmal kommt einer und bricht aus. Bei 50, 60 km/h kann es schon lange reichen. Das heißt, deswegen muss man immer bereit sein. Und deswegen ermahnen wir uns auch immer. Warum beten wir 5-mal am Tag? Damit wir immer wieder im periodischen Abstand eine Ermahnung haben. Maliki yawmiddin. Sonst hätte Allah gesagt, bete einmal am Tag 5 Gebete. Obwohl, das machen ja manche Leute. Ne? Ich bete abends alle Gebete zusammen. Allah sagt im Koran, inna salate kana al-mu'minina kitaban mawquta. Das Gebet ist den Menschen zu bestimmten Zeiten vorgeschrieben. Allah will dich nicht ärgern, Allah weiß, was du brauchst. Wenn der Arzt dir sagt, du musst das Medikament nehmen, 5-mal am Tag, in diesem und jenem Abstand, oder 2-mal am Tag, oder 3-mal am Tag, morgens, mittags, abends, dann gehst du auch nicht abends hin und sagst, oh, ich nehme einfach abends alle. Vielleicht hast du eine Überdosis drin. Das ist nicht, wie man das Medikament einnimmt. Dann, eine andere wichtige Grundlage, die Leute zu Sünden führt. Eine ganz wichtige Grundlage, weil ich nenne euch das, denn wir müssen selber darüber nachdenken, wenn wir eine Sünde begehen. Warum begehen wir die Sünde? Erstens, weil wir die Sünde unterschätzen, wir merken nicht, dass die schädlich ist für unser Herz. Zweitens, weil wir denken, ach ja, wir haben ja noch Zeit. Dritte Sache, ein ganz wichtiger Grund, weil der Scheitan uns einredet, wir können ja nicht von der Sünde Abstand nehmen. Wie oft höre ich das? Ich kann einfach nicht aufhören, mir Pornografie anzuschauen. Habe ich heute schon darüber geredet.
Hat dich einer gezwungen? Hat dich einer genommen? So, schau! Drück drauf! Ansonsten erschieße ich dich. Wer hat dich gezwungen? Bei manchen Brüdern ist das der Schritt, der sie dazu führt, damit aufzuhören. Indem sie sich einfach bewusst werden, Moment mal, ich entscheide doch, ob ich gucke oder nicht. Will ich gucken oder will ich nicht gucken? Wenn du nicht gucken willst, dann guck nicht. Allah sagt im Koran, لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. Allah bürdet keiner Seele auf. Das ist eine wichtige Grundlage bei der Sünde. Allah bürdet keiner Seele auf, was sie nicht zu tragen vermag. Allah verbietet dir nichts, was du machen musst. Ansonsten ist es eine Darura, eine Notwendigkeit. Du bist am Verhungern, du bist im Gefängnis eingesperrt, die geben dir jeden Tag Schweinefleisch. Okay, ich bin jetzt gezwungen. Jetzt esse ich das Schweinefleisch, weil ich muss ja irgendwas essen. Aber nicht, die haben vegetarisch im Gefängnis, dann esse ich trotzdem das Schweinefleisch. Ich habe ja sonst kein Fleisch, das ist keine Notwendigkeit. Ich muss ja irgendwas essen. So, dann kurzfristiges Denken. Die meisten Fehler machen die Menschen, merkt euch das bitte, machen die Menschen, wenn sie anstatt langfristig zu denken, kurzfristig denken. Nicht nur bei den Sünden, auch im Leben. Achte mal darauf. Heirat, Arbeit. Sie denken kurzfristig an einen kurzfristigen Erfolg, denken aber nicht an die langfristigen Folgen. Und das ist dasselbe bei den Sünden. Man kana yuridu al-ajilat ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nurid. Wer das Schnelle will, der Dunya will, dem beeilen wir ihn darum, das zu geben, was er will. Und dann werden wir in der Hölle schmoren lassen. Sure 17, Vers 18, kann jeder nachschlagen. Kurzfristiges Denken. Er will die Dunya anstatt Akhira. Dann eine andere Sache, die die Leute zu Sünden führt und wie du Leute von Sünden wegbringen kannst. Indem sie eine Sache kapieren. Eine Sache kapieren. Allah hat dir nichts verboten, um dich traurig zu machen und dich zu ärgern, sondern er hat dir das verboten, weil er weiß, dass es schädlich für dich ist. Nochmal, Allah hat dir nichts verboten, um dich zu ärgern oder um dir das Leben schwer zu machen, sondern weil er weiß, dass das, was er verboten hat, für dich einen Schaden. Einen Schaden bringen kann. Egal, ob es dir bewusst ist oder nicht. Bei einigen Sachen ist das klar. Drogen. Weiß jeder, ja okay, Drogen machen krank, ist schlecht. Schweinefleisch, ja okay. Gibt es auch Studien, die zeigen, wie viele Krankheiten darauf zurückgehen. Aber andere Sachen, zum Beispiel Zina, viele kapieren das gar nicht. Warum hat Allah Zina verboten? Warum ist das so? Warum hat er das gemacht? Ist doch, wir müssen doch... Ich habe schon mal mit Leuten geredet. Kannst du dir vorstellen, die sagen... Den erzählst du, Bruder, Sina ist haram. Der sagt, ja, wie war man mal heiratet? Da muss doch einer wissen, wie es geht. Wo lebst du? Wo hast du diese Theorie her? Wenn Allah es verboten hat, weißt du, dass es schlecht für dich ist. Egal, ob du es verstehst oder nicht verstehst. Ein Beispiel dafür ist, Subhanallah, vor Jahren, oder was heißt vor Jahren, ein Beispiel dafür ist, der Dr. Bilal Phillips, der wurde bei einer Rede in Panama gefragt, warum der Prophet es verboten hat, auf dem Bauch zu schlafen. Und er hat gesagt, ich weiß nicht warum, aber wenn Allah das durch den Propheten verboten hat, wird es schon einen Grund haben. Es muss eine Weisheit dahinter stecken, egal ob wir die erkennen oder nicht. Dann ist er geflogen nach Guyana, um dort einen Vortrag zu machen, von Panama nach Guyana. Und im Flugzeug war das Time Magazine. Und da gab es einen Bericht über Rückenprobleme im Alter.
Und Nummer eins Grund, auf dem Bauch schlafen. Und dann kam später eine Studie raus von plötzlicher Kindstod in Großbritannien. Und die haben dann einen Versuch gemacht mit Kindern, die auf einen plötzlichen Kindstod gestorben sind. Plötzlicher Kindstod ist wie, man legt das Kind hin, auf einmal ist es tot, es gibt keine Erklärung, warum es gestorben ist. Keine Krankheit zu sehen, keine, es ist auf einmal tot. Deswegen plötzlicher Kindstod. Und dann haben sie dann die Eltern genommen von Kindern, die am plötzlichen Kindstod gestorben sind, haben dann Fragen gestellt. Raumtemperatur, wurde in dem Raum geraucht, was für ein Bett und so weiter und so fort. Und haben diese Informationen in einen Computer eingegeben. Kam da raus, Grund Nummer 1, also Ittifak Nummer 1, also da wo Übereinstimmung war Nummer 1 war, auf dem Bauch geschlafen. Danach haben die den in Krankenhäusern gesagt, die sollen die Kinder nicht mehr auf dem Bauch schlafen lassen. Das ist bestimmt auch in Deutschland so. Da ist die Anzahl von plötzlichen Kindstod um 70% runtergegangen. Allah weiß, was gut für dich ist. Vielleicht gibt es Sachen, wo wir heute sagen, ey, warum ist das verboten? Und in 100 Jahren wissen wir es. Leute, heute reden wir über die Evolutionstheorie beispielsweise immer. Im letzten Jahrhundert gab es eine ganz andere Theorie, die viel stärker war als die Evolutionstheorie. Die war ein absoluter Fakt, dass das Universum ewig ist. Ein paar Jahrzehnte später, Universum ist nicht ewig, Universum hat einen Anfang. Damals wurde das als Argument genommen gegen den Islam, das Universum hat, und auch gegen das Christentum. Universum hat keinen Anfang, Universum war ewig. Das Universum war ewig gewesen. Das dazu. Allah sagt im Koran, Toha ma anzalna alayka al-Qur'ana litashqa. Toha, wir haben den Koran nicht auf dich herabgesandt, damit du unglücklich bist. Deswegen, merke dir, wenn du den Weg von Haram gehst, irgendetwas ist verborgen dort, was schädlich für dich ist. Vertraue auf Allah. Du siehst jetzt vielleicht einen Job, den du machen kannst, und der Job ist haram. Und du denkst, boah, du siehst nur dieses Geld. Und wenn ich das Geld habe, kann ich vielleicht gut für Allah spenden. Und wenn ich das Geld, wenn ich diesen Platz habe, kann ich vielleicht den Muslimen helfen. Und im Endeffekt, der Shaitan lässt dir das schön erscheinen, aber Allah weiß, da ist irgendetwas schädlich für dich dran. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Das heißt, erster Tipp, Sünde unterlassen. Und die Sünde hat meistens mit was zu tun? Mit Shahawat in den meisten Fällen. So. Dann zweite Sache ist, sich ein Umfeld schaffen. Viele Sünden macht man, sowohl mit Shahawat als auch mit Shubuhat, durch das Umfeld. Wenn du den ganzen Tag mit Leuten zusammen bist, die irgendwelche Sachen machen, die haram sind, in wie vielen Fällen haben wir das schon gesehen, dann bist du auf einmal mit dabei. Du hältst das eine Woche aus, zwei Wochen aus, drei Wochen aus, vier Wochen aus und dann ist vorbei. So, was ist die Alternative? Und so geht es einigen Leuten, die leben in einer Großstadt, wo viele Muslime wohnen, dann sagt man als, boah, mashallah, wir haben eine Großstadt, hier leben viele Muslime, ja, wunderbar. Schau dir mal die Kriminalitätsrate genau in diesen Stadtteilen an, wie es da aussieht. Die meisten davon sind ja nicht unbedingt praktizierend. So. Was brauchst du aber dann? Du kannst dich ja nicht einbuddeln oder im Wald gehen, eine Blockhütte bauen oder so. Also musst du eine Alternative haben. Bau dir einen Freundeskreis auf. Alhamdulillah, ihr habt ihr die Ni'ma, die große Ni'ma, dass ihr die beste Moschee Deutschlands hier in Braunschweig habt. Alhamdulillah. Wo ist der Chef? Ist nicht da. Okay, die Werbung war umsonst, beim nächsten Mal kostet das was. Inshallah. Nein, ist mein Ernst. Vielleicht gibt es auch irgendeine Moschee, die ich nicht kenne, aber ich denke, dass die effektivste Arbeit machen. In ihrem Bereich. Bei dem Potenzial, was sie haben. Weil hier haben wir natürlich eine kleinere Stadt. Vielleicht gibt es eine andere, größere Stadt, wo mehr Jugendliche gibt, wo die Moschee mehr Geld hat. Aber ich finde Weltklasse, Maschallah. Unterstützt die Leute deswegen auch. Und versucht euch hier einen Freundeskreis zu bilden. Guck mal, es hat alles was mit
mit Geselligkeit zu tun. Viele Leute gehen in die Disco, weil sie nicht wissen, wo sie hingehen sollen. Oder gehen in die Spielhalle, weil sie nicht wissen, wo sie hingehen sollen. Der Mensch braucht Geselligkeit. Der Mensch braucht Geselligkeit. Der Mensch braucht Geselligkeit. So, und wenn du dir eine falsche... Und deswegen, aber guck mal, was für einen Spaß macht, im Ramadan zusammen Etikaf zu machen. Okay, dieses Jahr haben wir das nicht... Ging das nicht wegen hier Covid-19, ja? Aber ansonsten geht das. Wie viel Spaß macht das, zu Unterrichten zu kommen und zusammenzusitzen? Danach geht man nach Hause, der Imam ist gestellt. Macht total Spaß. Wie viel Spaß macht das, Dawah zu machen? Wie viel Spaß macht das, Gutes zu tun? Man muss nur die Aktivität in etwas Positives umsetzen. Es gibt für alles eine Alternative im Islam. Es gibt für alles eine Alternative. Was ist die Alternative für Sina? Heiraten. Was ist die Alternative für Alkohol? Orangensaft. Es gibt so viele leckere Getränke. Was ist die Alternative? Schweinefleisch? Hähnchen. Döner mit Reis. Alhamdulillah. Es gibt so viele schöne Alternativen. Wir müssen gar nicht am Haram festhalten. Perfekt. Das heißt Umwelt schaffen. Der Prophet sagte, das Beispiel von dem, der mit einem Guten sitzt, von einem Rechtschaffen sitzt, ist das Beispiel von jemandem, der mit einem Missverkäufer sitzt. Du sitzt mit dem Missverkäufer, leckerer Duft, oder kriegst etwas ab. Und das Beispiel von dem, der mit einer schlechten Person sitzt, sinngemäß, ist wie der mit einem Schmied sitzt. Die Klamotten stinken danach, oder du kriegst einen Funken auf die Kleidung und die Kleidung geht kaputt. Kommt ein Löcher rein. Der Prophet sagte, Al-Marru al-Dini Khalili, Falyamdu Hadukum en Yukhali. Eine Person ist auf der Religion seines engsten Freundes, soll jeder schauen, wen er sich zum engsten Freund nimmt. Wir haben so viele Alternativen, nur wir sind zu blöd, die zu nutzen, das ist das Problem. Warum gehen wir nicht zusammen Fußball spielen am Wochenende? Warum machen wir nicht, was weiß ich, Paintball-Tournament? Okay, nee, dann werden wir festgenommen, das geht auch nicht. Aber sowas in der Richtung. Irgendwelche Sachen, die Spaß machen. Heißt ja nicht jetzt, dass man unbedingt jetzt den ganzen Tag in der Moschee sitzt. Man kann so viele Sachen, es gibt so viele Alternativen. Wir haben auch Grillabende gemacht mit Unterrichten und so weiter. Das sind alles Sachen, die den Leuten Spaß machen. Ein bisschen Fußball spielen, ein bisschen Grillabend, dann noch ein Dars machen. Perfekt. Und jeder fühlt sich wohl. Und deine Frau ist auch froh. Alhamdulillah. Du kriegst keinen Ärger mit der. Die sagt dann nicht, hey, wo warst du? Ich war mit Brüdern, Grillabend. Nicht irgendwo was, weiß ich wo. Aber Alhamdulillah, so sollten wir uns auch verhalten. Es gibt so viele Alternativen. Nur wir müssen die nutzen. Wir müssen die selber in Angriff nehmen. Umfeld schaffen. Dann nächste Sache. Wissenssuche. Das ist das, was ich eben schon gesagt habe. Wissenssuche vom Islam. Das ist etwas, was schützt vor Schubuhat und Shahawat. Wie hilft die Wissenssuche vor Schubuhat, vor Scheinargumenten? Indem du lernst, auf die Scheinargumente der Feinde zu antworten. Und auf Shahawat, indem du solche Geschichten liest von Sahaba, wie sie reagiert haben, was sie für eine Gottesfurcht haben, diese Geschichten, liebe Schwester, färben ab auf unser Herz. Ganz, ganz wichtig. Ich wundere mich immer, so viele Leute kontaktieren mich. Bruder, ich bin total durcheinander. Ich habe ein Video gesehen von dem und dem, der hat über den Islam das und das gesagt. Erstmal, Bruder, warum guckst du dir solche Videos an? Kannst du mir das mal erklären? Ja, ich war einfach nur neugierig. Das ist vom Scheitan. Guck dir doch keine Videos an von Feinden des Islam, wenn du selber gar keine Ahnung hast von der Materie. Gestern habe ich wieder einer angeschrieben. Ich bin total durcheinander. Erkläre mir so und so viel, Vers so und so viel. Ist klar, Bruder. Schick mir den Vers mal. Ich sage, okay, was ist jetzt die Frage? Ja, so und so. Ich beantworte ihm die Frage. Er hat zuerst gar nicht verstanden, was ich gerade beantwortet habe, weil er so durcheinander gewesen ist mit seinem Kopf. Er hat das verstanden. Oh, ich danke dir. All diese Sachen haben wir schon vor 10 Jahren beantwortet. Angebliche Widersprüche im Koran, da habe ich ein Video, das geht über 2 Stunden. Wo schon, weil im englischsprachigen Raum sind die etwas weiter, wo damals die Missionare, die evangelikalen Missionare, eine Liste gemacht haben von angeblichen Fehlern im Koran. Da habe ich damals ein Video zugemacht. Schau es dir an. Ja, die Frauen des Propheten. Da habe ich ein Video zugemacht. 2008 müsste das gewesen sein. In Göttingen sogar.
Hier um die Ecke, 2007 war das. So muss man sich angucken. Ist der Koran das Wort Gottes? Dann starb Jesus für die Sünden der Menschen. Das sind zum Beispiel Sachen, die man heute braucht. Der Dawa-Kurs. Macht euch einen eigenen Plan. Und Wissenssuche im Islam bedeutet nicht unbedingt, dass du ins Ausland gehen musst, nach Medina, und studierst dort 6 Jahre. Jeder so, wie er kann. Wenn du ins Ausland gehen kannst und bist dafür geeignet, dort zu studieren, in Mekka, Medina oder was weiß ich, in irgendeinem islamischen Land, super, mach das. Aber wenn du es nicht kannst, Alhamdulillah, ihr habt heute so viele Sachen auf Deutsch, die es damals gar nicht gab. Bücher, Vorträge. Als ich 2001 Muslim geworden bin, da gab es ganz wenig. Da gab es überhaupt gar keinen Unterricht im Internet. Das kann man sich vielleicht heute, viele Jugendliche können sich das wahrscheinlich gar nicht mehr vorstellen. Da gab es nicht eine, ich weiß gar nicht, ob es YouTube gab 2001, ich weiß gar nicht, wann ist YouTube herausgekommen, weiß es einer? Gar nicht. Hä? 2005 ist YouTube, guck mal. YouTube ist 2005 rausgekommen. Das heißt, das gab es 2001, ich musste mal, aber gab es doch gar kein YouTube. Ich habe Bücher auf Englisch gelesen. Ich habe letztens mal geschaut, welche Bücher ich damals gelesen habe, bevor ich Muslim geworden bin. Da habe ich gesagt, boah, subhanallah, das ist ja echt ein Wunder von Allah. Da habe ich ein Buch gelesen, bevor ich Muslim geworden bin, von Fatima Mernissi. Das ist ungefähr so, als wenn du heute ein Buch liest von Shayran Atish oder von Hamid Abdussamad. So ungefähr ist das. Und ich bin trotzdem Muslim geworden, mashallah. Das war, was ich in der Bücherei gekauft habe. Die kennst du auch, kennt heute gar keiner mehr. Das ist so eine Feministin aus Marokko oder Tunesien. Die erzählt dann dort, dass der Koran von Omar gefälscht wurde und der Hijab-Vers reingebracht wurde. Der Prophet ist ja eigentlich nett und lieber, das war alles Omar schuld, dass der Hijab-Vers in den Koran reingekommen ist. Und so ein Kram. Verstehst du so? Die kommen dann mit diesen Tricks. Wie Mohammed Rashid heute. Der hat ein Buch. Islam ist Barmherzigkeit. Und dann kommen alle Muslime, oh ja, endlich mal einer, der den Islam schön darstellt. Ja, genau, nicht wie diese Hassprediger. Islam ist Barmherzigkeit. Ja, echt? Warum hat bei dem noch keiner den Islam angenommen? Ja klar, bei demselben Buch schon, alle kommen ins Paradies. Warum soll der den Islam annehmen? Du sagst dem Bruder, nicht Bruder, du sagst ihm, Karl-Heinz, du musst den Islam annehmen. Und dann kommt Mohammed Rashid. Sagt, nein. Dann sagt der Karl-Heinz, ich will so bleiben, wie ich bin. Und dann sagt Mohammed Rashid, du darfst. Ja. So sieht das aus. Weil laut seinem Buch Islam ist ja Barmherzigkeit, darf man auch Atheisten nicht Kuffar nennen. Man weiß ja nicht, was sie im Herzen haben. Und Allah ist barmherzig. Die einzigen, die Kuffar sind, laut Mohammed Rashid, sind die Salafisten. Ja, weil die stellen sich auf die Stufe Gottes und sagen, wer auf dem richtigen Weg ist und auf dem falschen Weg. Ach so, das heißt also, Allah hat uns den Koran so herabgesandt, ohne uns zu sagen, wer auf dem richtigen und falschen Weg ist. Wir urteilen ja nur nach dem, was Allah im Koran sagt. Aber den Koran kann ja keiner verstehen, außer er, wahrscheinlich. Dann hat er in seinem Buch 10 Seiten über Abu Huraira, warum man keine Hadithe von ihm annehmen kann. Er erklärt, warum man keine Hadithe von Abu Huraira annehmen kann. Das ganze Buch Islam ist Barmherzigkeit basiert aber auf einem Hadith. Der Hadith lautet, nochmal neu, hört mir genau zu, meine lieben Brüder. Mohammed Rashid in seinem Buch Islam ist Barmherzigkeit erzählt darüber, 10 Seiten oder mehr, dass man keine Hadithe von Abu Huraira annehmen darf. Aber sein ganzes Buch Islam ist Barmherzigkeit basiert auf einem Hadith, der lautet: Limma khalaqallahu al-khalq kataba fi kitabihi wa 'inda fawq al-'arsh inna rahmati ghalabat ghadabi. Als Allah die Schöpfung erschuf, schrieb er in einem Buch, das bei ihm über seinem Thron ist: Wahrlich, meine Barmherzigkeit hat meinen Zorn überwogen. Und daraus schließt er: Es gibt gar keine Bestrafung in der Hölle. Das heißt, die ganzen Koranverse werden über Hölle werden zunichte gemacht, weil steht ja dort im Hadith. Aber wisst ihr, wer der Überlieferer von dem Hadith ist? Wer? Abu Huraira. Genau. Der Hadith, auf den er sein Buch basiert, ist ein Hadith von einem Überlieferer, der laut seinem Buch, von dem er keine Hadith annehmen darf. Aber na klar, der normale Leser blickt natürlich da nicht durch.
Der liest das und sagt sich, oh, Wissenssuche. Deswegen Wissenssuche, fangt hier schon mal an mit der Wissenssuche. Unterrichte besuchen, MP3-Player hören und so weiter und so fort. Die nächste Sache, die auf dem geraden Weg hält, ist was? Dauer. Glaubt mir, Leute, ich garantiere euch eine Sache. Meine Erfahrung ist, Leute sind immer am Warnen. Ja, nein, mit Dauer nicht anfangen. Erstmal, Dauer ist für die Gelehrte. Dauer ist nicht nur für die Gelehrte. Dauer ist für jeden Muslim. Muhammad Abu Hab sagt im Buch, Usul Thalath, der sagt er, اعلم رحمك الله انه يجب على كل مسلم ومسلمه تعلم هذه المسائل وعمل بهن الاولى العلم وهو معرفه الله معرفه النبي ومعرفه دين الاسلام بدار الله الثاني العمل به الثالث الدعوه اليه الرابع الصبر على الاذى فيه Das heißt, erstens das Wissen, ja, damit ist das Wissen von Allah, von seinem Gesandten, von seiner Religion. Und dann das Handeln danach, dann die Dawa, der Aufruf dazu. Und dann die Geduld auf dem Schaden, den man auf diesem Weg nimmt. Das ist für jeden Muslim. Der Prophet ﷺ sagte, Belliru anni walau aya, verkünde von mir selbst, wenn es nur ein Vers ist. Sheikh Uthaymin rahimahullah wurde gefragt, wie macht jemand Dawa, der wenig Wissen hat? Wie macht jemand Dawa, der wenig Wissen hat? Er sagt, er ruft zu dem, was er von der Religion weiß. Leute, damit meine ich nicht, dass Leute, die wenig Wissen haben, sich mit irgendwelchen Missionaren anlegen. Ja? Aber zum Beispiel Dawa mit Muslimen. Du hast Muslime in deiner Klasse. Es ist schon Dawa, wenn du sagst, ey, heute ist ein Unterricht in der Moschee, kommst du mit? Da hast du schon Dawa mitgemacht. Dawa ist nicht, dass du vorne sitzt und ein Buch erklärst und einen Unterricht hältst. Jeder nach dem, was er kann. Dann wurde Sheikh Uthaymin gefragt, wie macht jemand Dawa, der gar kein Wissen hat? Er sagt, er kann Broschüren verteilen oder Kassetten. Damals waren noch Kassetten angebracht, heute gibt es das gar nicht mehr. Aber er soll sich vorher vergewissern bei einem Talibul Ilm, ob diese Kassetten und diese Broschüren gut sind. Glaub mir, das ist mit der stärkste Faktor, der die Leute in der Religion hält. Wir haben so viele Leute gesehen, als sie Dawa machen, waren die stark, weil die hatten Enthusiasmus für die Religion. Gerade die Jugend will was tun, die will nicht nur eingeschränkt werden, eingehalten werden. Hier, guck mal, diese Infostände beispielsweise, die man macht. Dann, ihr könnt beispielsweise über WhatsApp, könnt ihr Unterrichte verschicken an Leute. Das sind die Möglichkeiten. Heutzutage, es war noch nie so einfach, Dauer zu machen, so viele Menschen zu erreichen wie heute. Allein über WhatsApp. Wenn du den Leuten einfach eine Ermahnung schickst, damit hast du Dauer gemacht. Nächster Punkt, Dua. Dua machen. Der Prophet, a.s.w., sagte eine Dua regelmäßig, die dich auf, weil der Tipp ist ja, wie bleiben wir auf dem geraden Weg? Eine Dua, die er immer gemacht hat, ist, Ya muqallib al-qulub, thabbit qalbi ala dinik. Thabbit qalbi ala dinik. O du, der die Herzen wendet, festige mein Herz auf deine Religion. Thabbit qalbi ala ta'atik. Festige mein Herz in dem Gehorsam dir gegenüber. Dua. Und deswegen sagen wir auch 17 Mal am Tag mindestens, wenn wir nur die Pflichtgebete beten, ihdina sirat al-mustaqim. Führe uns den geraden Weg. Ganz wichtig, ganz, ganz wichtig, diese Dua zu sagen. Immer Allah um Rechtleitung zu bitten und darum zu bitten, auf der Religion zu bleiben. Nächste Sache, jetzt kommen wir zu Scheinargumenten. Zu Scheinargumenten mehr, weil das hier hat sehr viel mit Shubuhat und Shahawat zu tun, oder sehr viel mit Shahawat zu tun. Aber jetzt kommen wir hauptsächlich zu Shubuhat in der Religion. Wir haben eine Rechtleitung in der Religion, zur Religion und in der Religion. Irregegangene Gruppen beispielsweise. Der Prophet a.s. sagte, Sataftariku hadhihi al-umma ala 73 firqa kulluha fi nari illa wahida. Diese Umma wird schon 73 Gruppen spalten, alles in der Hölle außer eine. Dann wurde gefragt, mehr hier tilka firqa, wer ist diese Gruppe? Er sagte, ma'ana alayhi al-yawm wa ashabi, die auf dem basieren wie ich und meine Gefährten. Die erste Frage, die man sich fragen muss, ist, wenn jemand mit etwas kommt, mit einer Aussage, der will etwas beweisen von der Religion. Frag dich, ist dieser Beweis wirklich ein Beweis? Ist dieser Beweis wirklich ein Beweis? Stell dir diese Frage. Ich gebe euch ein Beispiel. Es gibt so einen Islamhetzer im Internet.
Er kommt mit einer Aussage von Imam al-Qurtubi über den Islam. Ich brauche die Aussage gar nicht zu erwähnen. So, nehmen wir mal an, jemand kommt mit der Aussage von irgendeinem Gelehrten, der irgendetwas über den Islam gesagt hat. Und damit will er sagen, guck mal, die Aussage ist falsch. Zum Beispiel, diese Aussage widerspricht der modernen Naturwissenschaft. Muss ich jetzt darauf eingehen? Muss ich jetzt suchen? Schau mal hier, die moderne Naturwissenschaft sieht das eigentlich falsch. Ich gebe euch mal ein Beispiel. Du findest Bücher von Gelehrten, wo sie behaupten zur früheren Zeit, dass die Vorhaut, wenn sie nicht abgeschnitten wird, dass sie zu Schamlosigkeit führt. Und dass die Leute mehr Lust haben und eher zu Sina tendieren. Heutzutage, wir wissen, die Vorhaut hat gar nichts mit der männlichen Lust zu tun. Der Ort, der dich zur Lust animiert, sind deine Hormone, nicht die Vorhaut. Das war eine Theorie damals, es ist kein Beweis von Koran und Sunna, es ist eine Aussage von einem Gelehrten. So, was sagen wir dann? Versuchen wir jetzt zu sagen, nein, guck mal hier, so und so, so. Ich muss das gar nicht verteidigen. Ich sage ihm, deine Aussage ist gar kein Beweis in unserer Region. In unserer Region ist ein Beweis Koranvers und Hadith. Das heißt, ich brauche gar nicht darauf zu antworten, was du mir erwähnst von irgendeinem Gelehrten, der hat das und das gesagt. Weil du findest immer irgendwo einen Gelehrten, der vielleicht irgendwo einen Fehler gemacht hat. Oder ich brauche mich nicht nervös zu machen, weil jemand kommt mit einer Aussage von einem Gelehrten. Oder in der Religion kommt jemand mit irgendeiner philosophischen Aussage über die Namen und Eigenschaften von Allah. Dann sage ich, wir sind nicht im Philosophieunterricht. Komm mit Koran, komm mit der Sunna, komm mit Aussagen der Sahaba und komm nicht mit irgendeiner philosophischen Interpretation. Unsere Religion ist nicht Aristoteles. Unsere Religion ist Qala Allah, Qala Rasulullah. So dann. Die nächste Sache ist, der Beweis, es kommt jetzt zum Beispiel einer mit einem Beweis. In der Religion, von einer irregegangenen Gruppe zum Beispiel. Der Beweis, das was er beweisen will. Stell dir diese Frage. Jemand kommt zu dir und will dir, kommt mit einem Koranvers. Guck mal hier, ich habe einen Koranvers, lies mal, hier. Und es ist immer so, diese Leute versuchen etwas in einen Vers hinein zu interpretieren, was nicht dort steht. Zum Beispiel, der Schiit kommt mit einem Vers, innama yuridu Allahu liyuthiba ankum rizqa al-bayt wa yutahhirakum tathira. O Allah möchte nur euch, o ihr Leute des Hauses, die Unreinheit von euch fernhalten, von euch wegbringen und euch völlig reinhalten. Da sagt ihr, guck, hier ist der Beweis. Ja, ist ein Beweis, aber was willst du mit dem Beweis beweisen? Du willst mit dem Beweis beweisen, dass Hassan Hussein und Fatima und die Imame danach völlig fehlerfrei sind, keine Fehler machen können, keine Sünden machen können und dass wir nur von ihnen die Religion nehmen können. Das steht hier aber nicht. Hier steht nicht, Hassan, Hussein, Fatima und die Nachfolger von ihnen mit dem entsprechenden Namen, ja, die 12 Imame sind fehlerfrei, nur von denen könnt ihr die Religion nehmen, die sind fehlerfrei, die machen weder einen verborgenen Fehler noch vergessen sie und so weiter und so fort. Steht hier nicht. Das ist das, was du in den Vers hinein interpretierst. Gar nicht steht. Aber was steht dort? Auf wen bezieht sich der Vers? Der Vers ist Sure 33, Vers 33. Und da kommen sie mit 3 plus 3 plus 3 plus 3 sind 12. 12 Imame. Boah, das ist voll der Beweis. Zahlenspielereien. Pass auf. Ich zeige euch das mal kurz. Sure 33, Vers 33. Ist der Beweis wirklich ein Beweis? Jetzt haben wir einen Beweis, wir haben keine Aussage von einem Gelehrten, wir haben einen Koranvers. Aber du willst mit diesem Koranvers sagen, das ist ein Beweis, dass Hassan, Hussein und so weiter total fehlerfrei sind. Okay, jetzt hier. Sure 33, Vers 33. Guck mal, was machen wir im Koran? Wir schauen nach dem Kontext. Wir schauen auf den Kontext. Sure 33, Vers 33. Der Vers ist, innama yuridu Allah liyuthiba, ich zeige euch das mal, guck mal.
Hier ist der Vers, Sure 33, Vers 33. Hier fängt es an, guck mal. Innama yuridu Allahu yuthiba ankum rissa al-bayt wa yutahhirakum tathira. Aber das ist gar nicht der Anfang von dem Vers. Der Anfang vom Vers ist wa karna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarruj al-jahiliyyah al-ula. Wa aqimna as-salata wa atina az-zakata wa ati'na Allah wa rasula. Innama yuridu Allahu yuthiba ankum rissa al-bayt. Was ist das? Wer ist hier angesprochen? Wa karna fi buyutikunna. Das ist ein Befehl, Karna, für eine Gruppe von Frauen. Fi buyuti kunna. Buyutikum ist eine Gruppe von Männern oder vielleicht noch von nur Männern oder da können auch Frauen dabei sein. Aber buyutikunna sind nur Frauen. Okay, wer ist hiermit gemeint? Schauen wir davor in den Vers, schauen wir in den Kontext. Ja, Nisa al-Nabi, lastunaka ahadim minan Nisa, ihr seid nicht wie andere von den Frauen. Das heißt, der Vers basiert auf wen? Der geht auf die Frauen des Propheten und das ist Ahlul Bayt. Und was sagen sie dann? Ja, aber wir haben ein Hadith im Bukhari, wo Hassan, Hussein und Fatima erwähnt werden in diesem Zusammenhang. Dann sagen wir, Moment mal, laut deiner Akida ist doch Bukhari von vornherein aufgezeichnet worden als Fälschung. Ja, aber ihr sagt das ja auch über die Bibel. Moment, wir sagen, die Bibel war original richtig, aber es sind Fehler reingekommen. Ihr sagt, Bukhari war von vornherein ein Scharlatan, der ein Buch falsch geschrieben hat. Warum soll Bukhari dann ein Hadith mit reinnehmen, der euch unterstützt? Diese Hadith müssen wir zusammennehmen mit dem Koranvers und bedeutet nur was? Dass Hassan, Hussein und Fatima auch zu Ahlul Bayt gehören. Aber die Frauen gehören sowohl linguistisch als auch durch den Kontext des Verses dazu. Ganz klar. Ist der Hadith authentisch? Das ist das Nächste, wie man schaut, weil das ist der nächste Punkt. Dann ist der Hadith authentisch. Leute kommen zum Beispiel mit einem Hadith und wollen mit dem Hadith irgendetwas beweisen. Und dann schauen wir erstmal, ist dieser Hadith überhaupt authentisch? Denn wenn der Hadith nicht authentisch ist, brauchen wir gar nicht mehr über die Sachen zu reden. Wie oft gibt es etwas, wo Ahlul Bidda mit einem Hadith kommen, der gar nicht authentisch ist? Beste Beispiel, die Ahmadiyya. Die kommen mit einem Hadith, der interpretierbar ist. Es könnte ja vielleicht ein Prophet nachher kommen, der sagt das noch nicht mal klar und deutlich. Und den nehmen sie als Beweis, guck mal, wie Muhammad Rashid. Muhammad Rashid nimmt einen Hadith, der aber wirklich authentisch ist, und damit macht er alle Beweise für die Hölle zunichte. Inna rahmati ghalabat ghadabi. Was machen die? Die nehmen einen Hadith, der schwach ist und der noch nicht mal klar und deutlich ist, und damit nehmen sie alle Beweise, die klar und deutlich sind, dass kein Prophet nach Muhammad a.s. neu erweckt wird. Machen Sie damit so nicht. Und dann sagen Sie, ja, Moment, aber ihr glaubt ja auch, dass Isa ibn Maryam wiederkehrt. Ja, aber euer Prophet heißt ja nicht Isa ibn Maryam. Euer Prophet heißt Mirza Ghulam Ahmed. Und Isa ibn Maryam kommt östlich von einem weißen Minarett in Damaskus vom Himmel herab. Als ein großes Zeichen für den Jüngsten, dass keiner mehr eine Ausrede hat. Dann sagen die, ja, unser Prophet, der kam ja auf dem indischen Subkontinent kam der. Es ist ja östlich von Damaskus. Was willst du mit solchen Leuten diskutieren? Kam er vom Himmel? Ja, nee, damit ist das und das gemeint. Dann ist doch kein großes Zeichen mehr, wo keiner mehr eine Ausrede hat, wenn der gekommen ist. Ja, nächste Sache. Ist der Beweis noch gültig? Ist der Beweis noch gültig? Was ist damit gemeint? Ja, es gibt Sachen, die abrogiert sind. Es gibt Sachen, die sind abrogiert. Und hier haben manche Leute ein Problem mit der Abrogation. Da kommen dann wieder die Scheinargumente der Missionare. Musste Gott sich verbessern? Das ist das Coolste. Das Coolste sind immer die christlichen Missionare. Das sind die Besten, sind das. Es gibt aber auch wirklich nicht ein Argument aus Koran und Sunna, wo die sich nicht selber
ausnocken. Die kommen damit, wusste Gott denn nicht, dass dieses Gesetz, was er am Anfang offenbart hat, richtig ist? Musste er sich korrigieren? Auf diese Art, so ganz selbstsicheres Auftreten. Okay. Erstens, Frage an dich, christlicher Missionar. War Jesus beschnitten? Lukas 2, Vers 21, Jesus war beschnitten. Okay. Steht im Alten Testament, Levitikus, steht da, dass Schweinefleisch verboten ist? Ja. Okay. Sabbat. Es gibt im Alten Testament hunderte Regeln, Tausende, an die ihr euch nicht haltet. Was ist mit den Regeln passiert? Ja, wurden abrogiert. Okay, alles klar. Achso, bei euch ist es kein Problem. Die Regeln sind abrogiert worden. Gott musste sich aber nicht verbessern. Warum kommt ihr dann bei uns und sagt, musste sich Gott verbessern? Gott musste sich nicht. Allah musste sich nicht verbessern. Sondern Allah wusste von vornherein, welche Regel endgültig ist. Aber er hat zuerst eine andere Regel offenbart, aus seiner Weisheit. Erstens, um seine Gnade zu zeigen, er hat etwas erleichtert. Oder seine Allmacht zu zeigen, dass er zum Beispiel eine Sache erschwert hat. Oder um die Gehorsam auf die Probe zu stellen. Allah sagt im Koran, وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْكِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنْقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ. Und die Kibla, auf der du warst, haben wir nur gemacht. Welche Kibla war das? Die Kibla nach Quds, nach Jerusalem. Haben wir nur gemacht, um euch auf die Probe zu stellen, wer dem Gesandten folgt und wer eine Kehrtwendung auf seinen Fersen macht. Wer eine Kehrtwendung auf seinen Fersen macht. Okay? Und hier ist etwas Wichtiges für euch, für die Koraniyun. Guck mal. Wo steht im Koran, dass die Kibla nach Jerusalem ein Befehl von Allah ist? Nirgendwo. Nirgendwo steht es im Koran. Aber wir wissen das aus der Geschichte, zweifellos, dass die Kibla verändert wurde. Und im Koran steht, die Kibla wurde verändert. Es gab vorher eine andere Kibla. وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا مَا جَعَلْنَا مَا دِي Vergangenheit. Wir haben diese Kibla, auf der du warst, الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنْقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ. Das heißt, Allah schreibt diesen Befehl, der Kibla, auf der er war, wem zu? Sich selber. Nämlich wenn Allah in der Wir-Form spricht, das bedeutet, er hat das bestimmt. Aber im Koran gibt es keinen Vers, der sagt, bete Richtung Jerusalem. Sondern das hat der Prophet a.s. bestimmt. Das heißt, das, was der Prophet a.s. ist, was macht, ist was? Ist ein Befehl von Allah. Ist eine Offenbarung von Allah subhanahu wa ta'ala. وَمَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولِ Ja? قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِ يُحْبِبْكُمُ اللَّهَ Sprich, wenn ihr Allah liebt, so folgt mir, so wird euch Allah lieben. Wer dem Gesandten gehorcht, hat Allah gehorcht. Nächste Sache. Beweise nicht isoliert betrachten. Wenn wir etwas beweisen wollen von Koran und Sunna, wir nehmen nicht nur einen Vers aus dem Kontext herausgezogen, sondern wir schauen, wir nehmen uns alle Beweise zu einem bestimmten Thema. Ibn Taymiyyah rahimullah hat gesagt, Alul Bidah ya'takidun thumma yastadilun. Die Leute der Bidah, sie glauben und dann yastadilun. Dann suchen sie die Beweise. Talabud Dalil. Das heißt, der glaubt zum Beispiel, Allah hat sich nicht über den Thron erhoben. Und dann sucht er nach irgendetwas im Koran. Ah, hier. Laysa kamithli shay. Aber diese andere Sache, die lässt er aus. Weil normal musst du verstehen, Ar-Rahman al-Arsh istawa, im was? Im Licht von Laysa kamithli shay. Er hat sich über den Thron erhoben, aber wie? Auf eine Art und Weise, Laysa kamithli shay, die nicht zu niemandem ähnelt. So bringst du die Beweise zusammen.
Und so gibt es sehr, sehr viele Argumente dieser Art. Das heißt, alle Beweise zusammennehmen. Und dann sagt er, wa alu sunna yastadilun thumma yatakidun. Und alu sunna, die suchen die Beweise zu einem Thema und dann schauen sie, wie sie diese Beweise zusammenbringen und dann glauben sie. Ist das angekommen, dieses Beispiel? Okay. Also Beweise nicht isoliert betrachten. Nächste Sache. Folge dem Beweis und nicht dem Auftreten. Es gibt auch Schauspieler. Schauspieler. Beweis ist ja nicht unbedingt immer nur von Koran zu nehmen. Manchmal ist es auch die Argumentation. Ist das überhaupt etwas, was irgendwo Sinn ergibt? Ja? Da kommen dann irgendwelche christlichen Missionare und die erzählen etwas, was absolut keinen Hand und Fuß hat. Absolut kein Hand und Fuß, aber der verpackt das irgendwie in Fremdwörter rein und dann stehen alle da. Boah, Dr. Professor XYZ aus Magdeburg, sozusagen. Da ist einer, auch so ein Möchtegern-Muslim aus Freiburg, der schreibt in einem Buch, muss ich dir rein, das ist auch, boah, das ist sensationell. Alhamdulillah. Ja, ist also, Bruder, ist das ein absoluter Munafik, ach, anders kann ich ihn nicht nennen, dass der noch nicht groß rausgekommen ist. Bruder, der hat einen Hass. Der kam einmal zu einem Unterricht von mir mit einem Hass. Der schreibt in seinem Buch, schreibt er, dass der Koran eigentlich nur für die Araber gekommen ist. Der ist eigentlich nur für die Araber gekommen. Dann versucht er irgendwie die Verse aus dem Koran so zu biegen. Das heißt, wisst ihr, was das heißt? Das heißt, der Prophet hat den Koran falsch verstanden. Weil zu seiner Zeit haben schon nicht Araber den Islam angenommen. Salman al-Farisi, Bilal al-Habashi, Suhaib Rumi, Abdullah ibn Salam, Yahudi, also der früher davor Jude gewesen ist, den Islam angenommen. So. Da gab es schon Leute. Und dann... Wusste er schon, dass er Faris und so weiter erobern wird, in Byzantinien. Und die Nachfolger von ihm, Abu Bakr, Umar, Uthman, Ali, die wussten alle gar nicht, was die haben Islam gar nicht verstanden. Die hätten mal in Freiburg in Islam studieren sollen. Dann hätten die Bescheid gewusst. Wahnsinn, Wahnsinn ist das. So. Aber dann heißt es natürlich das Auftreten. Und der Titel, der ist Doktor. Schau auf den Beweis. Und bitte Allah um Rechtleitung. Und Allah wird dich rechtleiten. Ich zähle das nochmal kurz zusammen. Erstens, Sünde lassen. Zweitens, Umfeld schaffen. Drittens, Wissenssuche. Viertens, Dauer. Fünftens, Dua. Sechstens, immer fragen, ist der Beweis wirklich ein Beweis? Oder ist es nur Gelaber? Siebtens, beweist der Beweis, was er beweisen soll? Achtens, ist der Hadith authentisch? Ist der Beweis noch gültig oder abrogiert? Zehntens, Beweise nicht isoliert betrachten, sondern Beweise zusammenziehen, die Aussage von Ibn Taymiyyah. Elftens, folge dem Beweis und nicht der Anzahl. Zwölftens, folge dem Beweis und nicht dem Auftreten oder dem Titel. 12 Tipps, inshallah. Subhanaka wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sonst alles in Ordnung bei euch? Alhamdulillah, das Imperium schlägt zurück. نصرا عزيزا أنت ذو السلطان لله سوق قد أقامته الملائكة الكرام بكل ما إحسان فيها الذي والله لا عين رأت كلا ولا سمعته من أذنان.